Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Moment, die Stellen zum Klatschen kommen noch. Das 9-Euro-Ticket hat unter Beweis gestellt, dass es einen riesigen Bedarf für günstigen Nahverkehr gibt. Ich darf gleich zu Beginn meiner Rede feststellen, dass damit auch all jene Lügen gestraft worden sind, die auch gerne meiner Partei, der Linken, attestiert haben, dass ihre Pläne für einen stark vergünstigten und in Zukunft entgeltfreien Nahverkehr keine Effekte hätten, viel zu teuer wären und stattdessen lieber in den Ausbau des Nahverkehrs investiert werden sollte, wie gesagt, Lügen gestraft worden sind. Denn beides ist richtig. Meine Damen und Herren, beides ist richtig, beides muss möglich sein und beides wird auch von den Bürgerinnen und Bürgern verlangt. Ein stark vergünstigter Nahverkehr ohne große Hürden, der dazu einlädt, Bus und Bahn zu nutzen, und gleichzeitig ein stark ausgebauter Nahverkehr, genügend Wagen, motiviertes, gut bezahltes Personal, moderne Infrastruktur, attraktive Bahnhöfe, Sauberkeit und Sicherheit. Das alles war aber in den letzten Jahren viel zu ambitionslos, was im Bund passiert ist. Währenddessen haben wir in Berlin gemeinsam mit Brandenburg die Verkehrswende eingeleitet. Ich möchte an der Stelle ausdrücklich noch einmal unser Investitionsprogramm I2030 würdigen. Beim Tag der Schiene in der vorigen Woche kam ein großes Netzwerk aus der Metropolregion zusammen. Auch die Bahn und der VBB waren dabei. Und bei all den Diskussionen über die Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket hat man gemerkt, dass wir mittlerweile auf vielen Ebenen richtig weit gekommen sind, weil wir tatsächlich Entscheidungen treffen. Wie lange haben wir denn beispielsweise über den Wiederaufbau der Stammbahn diskutiert und gestritten? Und endlich haben wir die Entscheidung. Sie soll als Regionalbahnvariante kommen, die Koalition liefert, und das ist nur ein Beispiel von vielen. Mein Befund ist aber auch der folgende. Während wir mit Brandenburg, dem VBB und der Bahn mittlerweile eine sehr gute Kooperation haben beim Ausbau der Schieneninfrastruktur, sind wir bei den gemeinsamen Tariffragen keinen Schritt weiter gekommen. Im Gegenteil. Meine Befürchtung ist, dass sich, wenn wir so weitermachen, Konflikte im Tarifverbund verschärfen könnten. Dass erstens ein gemeinsamer Tarif Berlin-Brandenburg für Fahrgäste kaum mehr erkennbar sein wird, aufgrund der Preissprünge und den unterschiedlichen Vergünstigungen. Und zweitens, der VBB aufgrund dieser gegensätzlichen Entwicklungen auseinanderfällt, und das kann niemand wollen. Ich möchte mal einen kurzen Rückblick wagen. In der vergangenen Wahlperiode haben wir das Sozialticket auf 27,50 Euro gesenkt. Wir haben das Schülerinnenticket kostenlos gemacht. Wir haben das Azubi- und Jobticket attraktiver gemacht. Und wir haben auch für die Preisstabilität beim Semesterticket gesorgt, meine Damen und Herren. Alle Maßnahmen waren richtig, sie waren sozialpolitisch die richtigen Entscheidungen. Und wir hätten uns auch gewünscht, bei anderen Tarifprodukten stabil bleiben zu können. Aber bei all den Verbesserungen müssen wir festhalten, dass diese Berliner Schwerpunkte mitunter große Probleme bei den notwendigen VBB-Abstimmungen mit Brandenburg gemacht haben. Die Stimmung war zuletzt in der vergangenen Wahlperiode so angespannt, dass auf unsere Forderung, die Ticketpreise sollten stabil bleiben, entgegnet wurde, ihr sprengt den VBB. Denn das, was jetzt sozusagen in der Presse rumwabert, ist ja eigentlich keine neue Nachricht aus Brandenburg. Das ist uns in den letzten Jahren nun des Öfteren über den Weg gelaufen. Berechtigt war es sicher auch, weil die Vergangenheit mehr als alles andere deutlich gemacht hat, dass wir Tarifentscheidungen offen, gut vorbereitet und abgestimmt miteinander diskutieren sollten. Das war beim 9-Euro-Ticket, bei der Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket leider nicht der Fall. Andererseits waren die Reaktionen aus Brandenburg aber auch unberechtigt, weil ich denke, dass sich Brandenburg der Debatte eigentlich auch komplett versperrt hat. Entsprechende Anträge der Linksfraktion im Brandenburger Landtag sind dementsprechend auch von der Regierungsmehrheit negativ beschieden und entsprechend behandelt worden. Ich hätte erwartet, dass es trotz der Begleitumstände eine größere Offenheit in Brandenburg gegeben hätte, denn auch das Nachbarland hat mehr Einnahmen. Na, selbstverständlich. Und das richtet sich auch direkt, Herr Wegner, an Ihren Verkehrsminister. Ich sehe die Diskussion aber nicht als beendet an. Sie muss jetzt engagiert mit Brandenburg weiter fortgeführt werden. Rot-Grün-Rot lässt keinen Zweifel daran, dass es ab dem 01.01.2023 mit einem vergünstigten Angebot weitergehen muss. Und dann muss es uns auch gelingen, mit Brandenburg ein vernünftiges, einheitliches Ticket zu entwickeln. Und wir werden da sicherlich auch schauen, was der Bund anbietet am Ende. Nun haben wir also ein 29-Euro-Ticket AB von Oktober bis Dezember. Damit werden viele Berlinerinnen und Berliner, die aktuell unter den stark steigenden Preisen für Energie, für die Grundversorgung leiden, entlastet. Aber ist uns da nicht etwas nicht aufgefallen möglicherweise?
meiner Fraktion ist es aufgefallen. Das 29-Euro-Ticket ist ein interessantes Angebot, aber was sagen eigentlich die Sozialticketinhaberinnen dazu? Das Ticket kostet 27,50 Euro. 1,50 Euro Differenz, völlig unangemessen. Leider war es offenbar seitens des Senats nicht möglich, diese Forderung nach einer Absenkung mitzuverhandeln. Und ich vertrete die These, das Sozialticket ist jetzt teurer als das 29-Euro-Ticket. Das 29-Euro-Ticket ist übertragbar. Personenmitnahme abends und am Wochenende. Und beim 27,50 Euro Sozialticket haben wir keine Übertragbarkeit. Es ist personengebunden und eine Personenmitnahme ist auch nicht möglich. Umso dringender muss jetzt nun der Auftrag aus dem Koalitionsausschuss an den Senat auch sein, das Sozialticket weiter abzusenken und nicht nachzulassen und möglichst auch noch vor dem 01.01.2023 für eine Lösung zu sorgen, meine Damen und Herren. Und auch künftig bei allen Fragen der Tarifgestaltung dürfen wir die Seniorinnen und Senioren nicht vergessen, die ein VBB-Abo haben. Auch da müssen wir mit Brandenburg uns zusammensetzen und Lösungen finden. Das Gleiche gilt für Studierende und Azubis. Und es gibt momentan auch keine Erleichterung für die 100.000 Pendler. Es könnte so weit kommen, dass aufgrund des zusätzlichen Preissprungs mehr Autoverkehr in die Außenbezirke reinbezogen wird. Es wäre doch Quatsch, wenn man aus Brandenburg kommt, in den ÖPNV umzusteigen, wenn es das 29-Euro-Ticket Berlin AB gibt. Einige werden dann lieber schauen, wo sie im Stadtgebiet irgendwo einen freien Parkplatz finden. Wir werden sehen, welche umwelt- und verkehrspolitischen Auswirkungen das 29-Euro-Ticket AB haben wird. Und übrigens, die CDU kann da ganz leise sein, wer ständig jeden Tag fordert, dass die Außenbezirke mehr Pendlerparkplätze schaffen sollten, der sollte sich an die eigene Nase fassen. Wir haben mit Brandenburg eine eigene Vereinbarung getroffen. Wir zahlen als Land Berlin für Pendlerparkplätze auf Brandenburger Seite, damit wir eben nicht den Verkehr hier nach Berlin reinziehen. Also da müssen Sie sich vielleicht verkehrspolitisch noch mal etwas fortbilden. Aber ich will noch mal etwas sagen, warum sind wir eigentlich in der Situation gelandet? Weil uns diese Bundesregierung, diese Ampel schlichtweg im Regen stehen gelassen hat. Wenn die Bundesregierung, allen voran die FDP mit ihrem Finanz- und ihrem Verkehrsminister, die Begeisterung der Bevölkerung für das 9-Euro-Ticket nur etwas geteilt hätte, dann hätte sie diese Debatte über den ganzen Sommer auch schnell beenden können. Nämlich zu sagen, keine Sommerpause, Verlängerung des 9-Euro-Tickets bis Jahresende, Paralleldiskussionen mit den Ministerien, mit den Verkehrsverbünden, mit den Nahverkehrsunternehmen, mit dem klaren Ziel, ein vergleichbares Angebot ab dem 1. Januar abzusichern. Aber da war nichts zu machen. Mit völlig abstrusen Argumenten musste der Finanzminister in der Sommerpause dagegen halten, bis er dann seinem Verkehrsminister Wissing, nachdem der politische Druck zu groß wurde, doch erlaubte, eine Nachfolgelösung zu finden. Wie gütig von unserem Bundesfinanzminister. Mit welchem Ergebnis? Wir sind jetzt wieder zurück im Tarifdschungel, wir sind wieder bei den alten Preisen und dann wurden auch noch neue Hürden für eine schnelle Einigung errichtet. Als Bundesregierung sagt man, man gibt 1,5 Milliarden Euro, die Länder sollen mindestens denselben Beitrag geben und ein solches Ticket müsste dann, naja, so ungefähr roundabout 49 bis 69 Euro kosten. Und damit liegt wieder alles bei den 16 Bundesländern mit ihren unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, finanziell wie verkehrspolitisch. Natürlich wird auch Berlin dazu bereit sein, einen Beitrag für eine gemeinsame Lösung zu leisten. Aber da muss auch klar sein, dass der Bund die bereits seit Monaten angemahnten zusätzlichen 1,6 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel endlich bereitstellen muss, meine Damen und Herren. Es ist ganz einfach. Politische Zusagen müssen eingehalten werden. Wenn der Bund die Mitte gibt, werden die Länder die Angebote bestellen. Wir müssen klotzen, nicht kleckern. Und dass die Verkehrsministerin-Konferenz jetzt beschlossen hat, eine Arbeitsgruppe für ein Nachfolgeticket einzurichten, ist sowas von überfällig. Da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Mitte Oktober soll jetzt ein Ergebnis feststehen. Unser Vorschlag als Linke liegt auf dem Tisch. Künftig sollte ein Tag ÖPNV 1 Euro kosten, bundesweit. Das ist unser Vorschlag in der Debatte. Ich glaube, die Berliner SPD hat von dem Thema auch schon mal etwas gehört. Und wenn wir es in Berlin auch weiterhin diskutieren, müssen wir auch immer wieder uns vor Augen führen, was eigentlich gerade andere europäische Länder uns vormachen. Spanien hat mit einer Übergewinnsteuer den Nah- und Regionalverkehr kostenlos gemacht. Lernen wir also von Spanien. Führen wir ein 365-Euro-Ticket ab dem 01.01. ein und machen wir bei der Absicherung des massiven Ausbaus den Nahverkehr auch perspektivisch entgeltfrei. Manche sagen dazu auch kostenloser Nahverkehr.
Warum ist das wichtig? Weil Mobilität für die Gewährleistung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben notwendig ist. Niemand sollte davon ausgeschlossen werden. Das 9-Euro-Ticket hat viele Menschen in den öffentlichen Nahverkehr reingezogen. Menschen, die freiwillig das Auto stehen ließen. Andere, die sich vorher Mobilität einfach nicht leisten konnten. Im Sinne der Entlastung in der aktuellen Krise für den Klimaschutz und für sozialgerechte Mobilität muss dieser Weg weiter gegangen werden. Berlin ist dafür bereit. Rot, Grün, Rot steht genau dafür. Vielen Dank.